Mir, wo hast du sie versteckt? Ich will dich abstechen. Hier sind sie nicht. Ja, wo sind die Messer? Willkommen zurück, Freunde. Let's play Undertale Genocide Run. Wir sind voll auf Agro-Trip. Wir haben schon in den Ruinen alle Monster erledigt. Und Toriel wird die nächste sein. Legen wir uns schlafen. Und da haben wir unseren Kuchen. Du findest ein Stück Karamellzimtkuchen. Sehr schön. Licht wieder an. Ich will sehen, was für ein Blutbad ich anrichte. Und singt erstmal mit. Okay. Toriel. Wir wollen gehen. Was gibt es? Wo ist der Ausgang? Ich muss etwas erledigen. Bleib bitte hier. Hey. Ich hab dich was gefragt. Oh, wieder dieses dunkle Grollen. Voll unheimlich im Keller. Du möchtest wissen, wie du nach Hause kommst, nicht wahr? Vor uns liegt das Ende der Ruinen. Ein Ausgang, der zum restlichen Untergrund führt. Ich werde ihn zerstören. Niemand wird je wieder hier herauskommen. Nun sei bitte ein braves Kind und geh wieder nach oben. Pff, nix ist brav. Und schon gar nicht wir. Jeden Menschen, der hier herunterfällt, trifft das gleiche Schicksal. Ich muss das immer und immer wieder mit ansehen. Sie kommen, sie gehen, sie sterben. Naives Kind, wenn du die Ruinen verlässt, werden sie Asgore. Wird dich töten. Ich beschütze dich nur, verstehst du? Geh in dein Zimmer. Also in einem Punkt hat sie recht, irgendjemand wird hier sterben. Versuche nicht, mich aufzuhalten. Doch, genau das haben wir vor. Das ist die letzte Warnung. Hey, komm her! Du möchtest so dringend gehen? Du bist genau wie die anderen. Es gibt dafür nur eine Lösung. Fight, 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 fight! Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug bist, um zu überleben. Ja! Toriel blockiert den Pfad. Attacke! Hut! What? 22.040? Du hast mich wirklich so sehr? Jetzt verstehe ich, wen ich wirklich beschützt habe. Oh mein Gott! Nicht dich, sondern sie. Aufgelöst, da ist ihre Seele. Und zerbrochen. Oh, wow. Oh mein Gott. Da hätte ich jetzt mit deutlich mehr gerechnet, dass das so schnell geht, ist jetzt... Das war unerwartet. Wow. Bisschen schwer fällt einem das ja schon, nachdem man eigentlich den Pazifistenlauf gespielt hat und jetzt. Das war Toriel. Egal! Rambale hier! Gehen wir raus. Und als nächstes begegnen uns schon die beiden Knochen-Dudes. Oh oh. Ich bin gespannt. Weil Sans hat immer auf mich so einen Eindruck von wegen, er ist allwissend. Ach, Flowey kommt ja noch vorher. Oh oh. Ah. Na. Du bist nicht wirklich menschlich, nicht wahr? Nein. Im Inneren bist du leer wie ich. Genau wie. Du bist Marco, richtig? Nach all den Jahren immer noch unzertrennlich. Hör zu! Ich habe einen Plan.
um an Macht zu gewinnen. So werde ich noch mächtiger als du mit der gestohlenen Seele. Was? Welche? Ich habe keine Seele gestohlen. Die ist kaputt. Lass uns alles in dieser elenden Welt zerstören. Alles und jeden aus diesen wertlosen Erinnerungen. Wir werden sie alle zu Staub zermahlen. It's a wonderful life here. Okay. Scheint, als wäre Flowey jetzt unser Companion. Also, wir sind auf jeden Fall irgendwie auf seiner Seite. Ihm gefällt, was wir hier machen. Okay, gehen wir raus. In den Untergrund. Undertale. In Klammern Genocide Run. Von Toby Fox. Okay. Und da sind wir. Raus aus den Ruinen. Kann man hier nochmal was ansprechen? Checken? Nö. Okay. Gehen wir durch den dunklen Wald und erwarten Suns gleich hinter uns. Ein harter Ast, er ist zu schwer, um ihn mitnehmen zu können. Aber scheinbar morsch genug, dass ein Skelett ihn zertreten kann. Knack. Er wurde spielend gleich zerbrochen. Oh mein Gott. Hallo, Sans. Na, wo ist er? Hey, Dude. Da war er doch. Sehr gut. Ich erinnere mich so an das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Die richtig so eine Gänsehaut war, dass da einfach so ein Schatten hinter uns war. Und gleich kommt er uns hinterher. Der Sound wird bedrohlicher. Kann mich nicht bewegen. Da ist er doch. Hey, Dude. Hast du auch mitbekommen, was wir so alles angestellt haben in den Ruinen? Weißt du Bescheid? Mensch. Weißt du nicht, dass man Fremde grüßt? Dreh dich um und schüttle meine Hand. Hi. Okay, immer noch der alte Joke. Der alte Trick mit dem Furzkissen in der Hand kommt immer gut an. Dim, 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 dim. Und die Mucke ist wieder so genial. Dim, 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 dim. Du, darfst jetzt lachen. Haha. Urkomisch. Oder, dich anderweitig ausdrücken. Oh, Mann. Du hast deine Entscheidung im Griff, was? Okay, in Ordnung. Jeder hat seinen eigenen Sinn für Humor. Mein Name ist Sans. Sans, das Skelett. Eigentlich soll ich hier nach Menschen Ausschau halten, aber weißt du, ich habe wirklich keine Lust, irgendjemanden zu fangen. Aber mein Bruder, Papyrus, ist ein absoluter Menschenjagd-Fanatiker. Hey, wenn mich nicht alles täuscht, steht er dort drüben. Mir kommt eine Idee. Geh durch dieses Tor dort. Ja, geh einfach durch. Mein Bruder hat sich beim Abstand verschätzt. Dip, 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 dip. Schnell, verstecke dich hinter dieser gelegen platzierten Lampe. Dip, dum, dip, 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 dum. In Ordnung. Ich denke, du musst dich nicht... Ja. Okay. Diesmal verstecken wir uns also nicht mal. Interessant, interessant. Sans! Hast du schon Menschen gefunden? Ja, er steht genau vor dir, du Blindfisch. Yep. Wirklich? Wooey! Dann ist es beschlossen! Hat ja super funktioniert, was? Hat er uns wirklich nicht gesehen? Was ist los mit dem? Willst du mich weiter anstarren oder... Ja, nee. Eigentlich nur eine Lampe in vertrauter Form, ja? Die sieht da genau... Ist halt... Totally my shape. So.
Es scheint eine Art Kontrollpunkt oder Wachposten zu sein, aber hier liegen Flaschen mit Ketchup, Senf und anderen Geschmäckern. Okay, ja, das kennen wir ja auch schon. Er frisst einfach Ketchup pur, äxt es aus der Flasche. Okay. Oh. Naja, um ehrlich zu sein, mein Bruder möchte unbedingt einen Menschen sehen. Ich stand genau vor ihm. Also, weißt du, du würdest mir damit wirklich helfen. Ah, okay. Vielleicht weiß Papyrus gar nicht, wie Menschen aussehen und hat uns deshalb nur für ein Monster gehalten oder so. Das ist typisch Papyrus. Das würde passen. Wenn du einfach behauptest, ein Mensch zu sein. Ah, okay. Ja, verstanden. Ich würde ihm helfen, wenn ich einfach behaupte, ein Mensch zu sein. Gut. Dann gehen wir weiter. Speichern. Wait, what? 16 verbleiben. Okay. Das heißt, jetzt hier in dem Schneegebiet vor Snowdon muss ich noch 16 Monster killen. Das ist gut. Jetzt gibt's hier einen Counter. Okay, nice. Sichern. Kistenstraße. Ja gut, denn dann machen wir das doch noch. Also gucken wir uns hier nochmal erstmal ein bisschen um. Es ist eine an den Boden fixierte Angel. Möchtest du sie einholen? Warum nicht? Am Haken ist nur das Foto eines komischen Monsters angebracht worden. Ruf mich an, hier ist meine Nummer. Du entschließt dich nicht anzurufen. Du legst den Zettel zurück. Nee, lass mal. Du lässt die zurück, okay. So, hier haben wir unsere Itemkiste. Du kannst Items hineinlegen und herausnehmen. Genau, kennen wir schon. Mit freundlichen Grüßen ein Kistenfan. So, da legen wir jetzt mal... Was legen wir da ab? Den Karamellkuchen brauchen wir nicht. Den Stock brauchen wir nicht. Und das sind alles Heil-Items. Nehmen wir erstmal 3 von den Monsterbonbons noch in Reserve, dass wenn wir jetzt noch Sachen finden, die auf jeden Fall mitnehmen können und nicht das Problem haben, Platzmangel zu haben. Okay. Das ist ja gut, dass das jetzt angezeigt wird. Das hätte ich in den Ruinen schon gebrauchen können. Oh! Alles klar. Snowdrake fliegt dabei. Und damit geht's los. Monsterjagd eröffnet. Booyakasha. Krächz. Chillt mal. Nö. Was für eine lame Attacke. Stellt fest, dass dein eigener Name ein Wortwitz ist und flippt aus. Oh, und ja, Freunde. Muss ich euch noch erzählen. Ich habe mich dazu entschieden, nochmal die eigentlichen gelben Namen, wenn wir Monster verschonen können, anzuschalten. Bin nochmal zurück zu dem Froggit gegangen, der mir dann gesagt hat, ey, warum entscheidest du dich denn jetzt wieder um, Mann? Ich habe allen gesagt, die sollen ihre gelben Namen wegwerfen und dann haben die Farbe weggeworfen. Jetzt haben die nur noch von letzter Saison die ihre alten rosanen Farben. Und jetzt sind die Namen halt einfach alle rosa, wenn wir sie verschonen können. Auch schön. Einfach aus dem Prinzip, ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Vielleicht ist das noch irgendwann nützlich zu sehen, wann man sie verschonen könnte. Und einfach good to know. Deswegen habe ich das nochmal geändert. Und dabei ist noch so ein kleiner Gag bei rumgekommen. Mega gut. Piu. Gewonnen. 22 XP, 18 Gold. So. Sagt er jetzt noch 15? Geil. Das ist gut, das ist richtig gut. Okay. Dann schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Okay, da stehen die beiden Dudes und fangen gleich ihre Rätselgeschichten an. Dann würde ich sagen, also ich speichere jetzt einfach nochmal. Oh, okay, oder nach dem Kampf, ne? Bietet sich noch mehr an. Ice Cap stört das Sichtfeld. Bloop. Dann speichere ich danach nochmal und dann... Oh, one hit! 17 XP, 17 Gold. Und dann ist der Part für heute auch schon wieder vorbei mit noch 14 verbleibenden Monstern. Der Genocide geht gut voran. Alles klar.
Gut, Freunde, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Hoffe, ihr bleibt weiter am Ball, denn jetzt ist Snowden dran, ausgelöscht zu werden. Färben wir den Schnee rot. Wobei, haben die rotes Blut? Ich glaube nicht. Die lösen sich ja eh alle auf. Also, bis zum nächsten Part. Cheerio.